Ich stehe hier heute in Wittenbeck auf dem Wohnmobilstellplatz. Der ist direkt am Meer, das sieht man da hinten. Da gehen wir nachher auch nochmal hin. Heute geht es um das Thema Wintercamping. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Drive Eat Sleep. Heute geht es mal um das Thema Wintercamping. Wie ihr seht, sitze ich hier schon in meinem Van. Ich habe mittlerweile auch mal einen Schreibtisch reingebaut, damit es ein bisschen wohnlicher hier wird. Und ich bin weiterhin, auch wenn die Temperaturen fallen, immer noch sehr, sehr gerne im Auto. Denn irgendwie schläft es sich hier doch am besten und dieses morgens einfach mal die Tür aufmachen und nach draußen schauen, ist einfach wunderschön. Hier mitten in der Natur aufzuwachen, einen tiefen Atemzug zu nehmen, ist einfach herrlich. Aber kommen wir erstmal zu der Frage und den Punkten, warum ich Wintercamping liebe. Punkt 1 ist, es sind relativ wenige Menschen im Winter unterwegs. Dementsprechend hat man seine Ruhe, kann die Natur genießen, hat eine ruhige Nacht und kann für sich alleine sein. Außerdem, warum mit dem Campen aufhören im Winter? Denn letztendlich habe ich dieses Jahr, ich glaube seit April bis November jetzt, ich glaube 20 Nächte in meiner Wohnung geschlafen. Den Rest der Zeit habe ich im Auto geschlafen. Und warum das im Winter aufgeben? Das kann man doch einfach weiter durchziehen, oder nicht? Aber dieser Platz hier in Wittenbeck ist auch eher eine Ausnahme. Denn viele Plätze machen natürlich im Winter zu und schließen. Und man hat teilweise Probleme, dann wirklich mal einen Platz zu finden, wo man, so wie ich hier, auch mal Strom laden kann. Denn das ist natürlich ein Nachteil beim Wintercamping. Mit Sonne ist nicht viel. Dementsprechend sind die Akkus schnell mal leer, wenn man keinen Ladebooster hat. Ein weiterer Grund, warum ich Wintercamping liebe, ist die Tatsache, dass wir schöne kalte Luft haben und man schön am Morgen ein kaltes Bad in der Ostsee nehmen kann. Und das werde ich jetzt mal machen. Ein paar Hintergrundinformationen noch. Heute sind es so 8, 9 Grad. Das Wasser denke ich auch mal. Die See ist heute ja relativ ruhig. Sollte also nicht so schwer werden, da reinzukommen. So, ich gehe noch ein zweites Mal rein, weil heute ist ein Team vom NDR bei mir. Die machen eine Doku zum Thema Wintercamping, lustigerweise. Und da machen wir jetzt nochmal einen kleinen Drone-Shot. Und deshalb gehe ich jetzt nochmal ins Wasser, damit die mit der Drohne hinterher fliegen können. Was man nicht alles macht, ne? Das war noch mal sehr kalt. Na klar, ich mag den Sommer auch, aber letztendlich kann man es sicher auch im Auto gemütlich machen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, die Standheizung läuft. Hier sind es muckelige über 20 Grad gerade drin. Also man kann sich den Sommer auch ins Auto holen, auch wenn ich hier noch nicht in Badehose sitzen kann. Natürlich hat das Vanlife oder das freistehende Campen im Winter auch seine Schattenseiten. Eine ist, wie schon gesagt, dass das mit der Sonne ein bisschen schwierig ist. Aber nicht nur die fehlende Sonne ist natürlich unschön für die Stromversorgung im Auto, sondern die Kälte, die kalten Temperaturen sind jetzt auch nicht so dolle für meine Akkus hier. Der hier lädt jetzt gerade zum Glück über den Landstrom, der andere ist schon voll, aber ich sag mal so,
Die Akkus werden natürlich deutlich schneller leer bei den kalten Temperaturen. Und was noch dazu kommt, man braucht ja auch immer eine bestimmte Temperatur, damit so ein Akku überhaupt lädt. Und gerade bei den Lithium-Ionen-Akkus, die haben es auch nicht so gerne kalt, wenn sie aufgeladen werden sollen. Außer man hat dementsprechend, ich sag mal, ja, Polarbatterien, also Batterien, die eine eigene Heizung mit verbaut haben, sodass die Akkus halt vorgeheizt werden und dann damit besser, optimaler und im Zweifelsfall überhaupt aufgeladen werden können. Ein nächster Knackpunkt ist natürlich der, dass es draußen beim Kochen auch sehr schnell mal sehr frisch werden kann. Also wer da keine Möglichkeit hat, in seinem Fahrzeug bei laufender Standheizung zu kochen, der kann sich ja doch sehr schnell mal den Allerwertesten draußen abfrieren. Und so wie im Sommer abends lange noch vor dem Auto sitzen, ist im Winter auch eher schwierig, außer man findet einen Platz, wo man ein kleines Lagerfeuerchen machen darf. Aber seien wir mal ehrlich, das kommt sehr, sehr selten vor. Also ich kenne kaum Plätze, wo das möglich ist. Kommen wir zu meinen Tipps für das Wintercamping. Ganz wichtig ist natürlich warme Kleidung und die richtige Kleidung. Meine Taktik ist da die Zwiebeltaktik. Also zum einen ein Hoodie, wird gerne mal Jacke Nummer 1 drüber gezogen. Wenn das nicht reicht, kommt Jacke 2, die man natürlich auch zumachen kann. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann kommt hier der Bademantel hinzu, den ihr ja vorhin schon gesehen habt, als ich im Meer gewesen bin. Der ist winddicht, wasserabweisend und wenn er nicht gerade so wie jetzt noch nass vom Baden ist, ist er auch sehr schön muckelig warm. Und wenn es richtig schattig wird und die Hände frieren, Handschuhe anziehen. Ganz wichtig, wer mag, kann sich da welche holen, habe ich jetzt nicht, mit dem man auch ein Handy bedienen kann. Die hier sind einfach nur warm und fertig, mir reicht das. Wenn es dann natürlich noch kälter wird, sollte man auch immer noch eine Mütze dabei haben. Ich bin jetzt kein Mützenträger, deshalb brauche ich auch keine. Und wer mag, kann natürlich auch dicke Socken anziehen und lange Unterhosen. Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht. Bestimmt auch mittlerweile einfach Thermohosen, wo man sowas gar nicht mehr braucht. Dann empfehle ich natürlich immer, falls die Standheizung mal streiken sollte, sollte man immer noch einen Schlafsack dabei haben. Der liegt auch irgendwo hier unten drunter. Den finde ich jetzt gerade nicht. Und natürlich im Winter ist natürlich auch immer sinnvoll, wenn man schon das Auto ein wenig gedämmt hat oder sogar schon vollständig gedämmt hat. Da empfehle ich immer die Dämmung von Venue, spitzenmäßig. Und die klebt auch besser als mein Kork-Experiment. Ganz wichtig ist natürlich auch immer ein gut gefüllter Tank, damit die Dieselstandheizung nicht ihren Dienst versagt. Und natürlich die Aufbaubatterie oder Zweitbatterie auch immer gut geladen haben. Und auch wenn es im Auto eigentlich selten so richtige Minusgrade gibt, sollte man auch immer darauf achten, dass man Getränke etc., was man so im Auto drin hat, oder Olivenöl zum Beispiel, dass man da ein bisschen guckt, dass das auch nicht so gefriert. Denn gerade Olivenöl setzt sich gerne mal unten ab, gefriert ein wenig. Oder die Wasserreserven, die man noch irgendwo im Auto versteckt hat, da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man die so verstaut, dass sie halt nicht einfrieren. Ja, und generell Wasserreserven. Habt einfach immer noch ein bisschen was an Essen und Trinken im Auto für alle Fälle, falls man mal irgendwie so zugeschneit wird oder im Schneesturm nicht mehr vorankommt. Und wenn es nur die Packung Cashewkerne ist, die einen zumindest für ein paar Stunden über Wasser halten kann. Oder Strom vorausgesetzt, der gute westfälische Linseneintopf. Damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Was sind denn eure Tipps fürs Wintercamping und fahrt ihr im Winter überhaupt campen oder ist euch das viel zu kalt? Schreibt es mir nochmal unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, liken, subscriben von dem Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Und wer noch mehr über das Thema Wintercamping erfahren möchte, wie gesagt, heute war ein Team vom NDR dabei, da wird es sicherlich in den nächsten paar Monaten dann die Doku zum Thema Wintercamping geben. In diesem Sinne, euch allzeit eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.